Wolong, Fallen Dynasty bietet packende Bosskämpfe und interessante eigene Nuancen, übertreibt es aber auch mit seiner Masse an Mechaniken. Hallo da draußen, hier ist Hagen Geritz von Gamers Global mit dem Test zu Wolong, Fallen Dynasty. Wolong ist der neueste Titel von Team Ninja und schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Nioh vom selben Studio. Das brachte die Souls-Form ins alte Japan. Wolong lässt euch dagegen die Geschichte der Zeit der drei Reiche von China nachspielen, wie man es zum Beispiel schon etliche Male in der Dynasty Warriors-Reihe vom Publisher Koei Tecmo tun konnte. In Wolong allerdings mischen nun allerhand Hexer und Dämonen mit. Die striegelt ihr kräftig gegen den Strich mit der stummen Figur, die ihr euch am Anfang im Editor zusammenstöpselt. Die Story ist dabei zweitrangig, sie wird sehr holprig und wenig spannend erzählt und dauernd werden euch neue Figuren ohne große Einführung um die Ohren gehauen. Souls-like heißt bei Wolong, auch Standardgegner boxen euch schnell um, ihr kämpft euch in den Levels zu Checkpoints durch, an denen ihr mit gesammeltem Ki auflevelt. Beißt ihr ins Gras, verliert ihr allerdings nicht alles Ki, sondern nur einen Teil davon. Ihr bekommt es wieder, wenn ihr den Feind besiegt, der euch den Todesstoß versetzte, ohne vorher nochmal zu sterben. Bei Bossen reicht es, wenn ihr wieder in den Kampf startet, so verliert ihr also nichts, wenn ihr lange an einem Obermotz hängt. Bevor ich zu den Besonderheiten von Wolong komme, ein Wort zur Performance der von mir getesteten PC-Version. Die ist kurz gesagt nicht gut. Egal ob bei 4K 60 oder in HD mit niedrigen Einstellungen, die Framerate neigt zu Schwankungen und es kommt zu Mikro-Rucklern. Das ist auch deshalb sehr ärgerlich, da sich Wolong bei einem anderen From-Software-Titel bedient und Paraden zu einem zentralen Spielelement macht, wie in Sekiro. Weil das Timing für diese Konter relativ großzügig ausfällt, machen die Probleme Wolong nicht unspielbar, die Entwickler müssen hier aber unbedingt nachbessern. Nioh hob sich durch die Kampfhaltungen und viele weitere Feinheiten in den Mechaniken von anderen Souls-Likes ab. Wolong ist nun auch regelrecht bis oben hin vollgestopft mit Mechaniken. Für diesen Test werde ich mich aber auf drei wesentliche Aspekte konzentrieren: Wille, Moral und die fünf Elemente. Wille ersetzt in Wolong die Ausdauer. Die Parade auszulösen, Magie, starke Angriffe, all das und mehr verbraucht Wille. Durch leichte Treffer und erfolgreiche Paraden steigt euer Wille wieder. Zaubert ihr zum Beispiel zu viel und der negative orangene Bereich der Leiste ist voll, bricht der nächste Treffer eure Haltung und ihr seid kurz wehrlos. Zum einen ist besonders daran, dass es eben nicht nur die linke Seite der Anzeige gibt, wo ihr ein Willensdefizit aufbaut, sondern auch die rechte Seite mit Willensüberschuss. Löst ihr mit der Leiste im blauen Bereich eine starke Attacke aus, wird die zusätzlich verstärkt. Die andere Besonderheit ist, dass starke Angriffe die maximale Willensanzeige der Feinde schrumpfen lassen. Noch stärker schadet ihr dem Balken, wenn ihr kritische Attacken kontert, die sich durch ein rotes Glühen ankündigen. Das erleichtert es, den Willen der Feinde zu brechen und mächtige Finisher auszulösen. Das ist insbesondere bei Bossen wichtig. Man kann auch anders siegen, aber das zieht sich. Dieses Kernprinzip prügelt euch insbesondere der erstaunlich fiese erste Boss am Ende des kurzen Tutorials ein. Dort lernt ihr entweder die Parade oder ihr lernt Wolong zu hassen. Eine zweite Mechanik ist die Moral, angezeigt durch die Zahl im Kreis über eurem Lebensbalken und über den Köpfen der Gegner. Die bildet ein paralleles Levelsystem zu eurer Charakterstufe, das beim Start jeder Karte zurückgesetzt wird. Klatscht ihr Feinde um, steigt eure Moral, sie sinkt aber stark mit jedem Tod. Durch das Erobern von großen Fahnenpunkten, die quasi eure Leuchtfeuer sind, und von zusätzlichen kleinen Bannern steigt euer Mindestmoralwert. Auch nach einem Tod sinkt eure Moral dann nie mehr unter diesen Wert. Dazu senkt ihr die Moral von Feinden durch Paraden kritischer Angriffe, das gilt auch für Bosse. Schließlich die fünf Elemente Holz, Erde, Feuer, Wasser und Metall. Das sind auch die Stats, die ihr bei Level-Ups steigert und mit denen eure Waffen skalieren. Durch Stufenaufstiege erhaltet ihr auch Magiepunkte, mit denen ihr Zauber in den fünf Elementschulen erlernt. Metall debufft häufig Feinde, Holz umfasst meist Lebensbuff für euch und Verbündete und so weiter. Dazu gibt es ein eigenes Schere-Stein-Papier-System für die Magie. Das ist etwas eigen, weil ich nicht etwa mit Wasser den Gegner treffen muss, während er seinen Feuerzauber wirkt, sondern ich muss mit meiner Magie die des Feindes treffen.
Da ich meine 4 Zauberslots aber sowieso nur an Fahnen-Checkpoints ändern kann, war das eher für Bosskämpfe relevant. Und auch da ist nicht immer eindeutig zu erkennen, was das denn nun für ein Element ist, das der Boss nutzt, damit ich Zauber und Rüstung mit entsprechenden Resistenzwerten anlegen kann. Auch so eine Seltsamkeit, für Zauber braucht ihr nicht nur einen bestimmten Elementlevel, sondern auch ein Mindestmaß an Moral. Beim Start einer Karte sind also stärkere Zauber erstmal nicht verfügbar. Dass ihr in Wolong nun auch springen könnt, macht sich im Leveldesign bemerkbar. Es lohnt sich, die Augen offen zu halten, denn teils warten am Ende von versteckten Hüpfparcours starke Belohnungen, wie die Verstärkung der sich an Checkpoints aufladenden Heiltränke. Auch ist es besser, manchmal Umwege zu nehmen und Feinde von hinten oder oben mit Stealth-Attacken zu überfallen, um dann die eigene Fahne zu hissen, statt frontal in den Kampf zu stürmen. Anders als in Sekiro habe ich aber keinen Greifhaken und da der Doppelsprung in der Luft eher mickrig ausfällt, ist es mitunter sehr hakelig, sich an Kanten hochzuziehen. An sich sorgen so Leveldesign und Moralsystem für Erkundungsanreize. Im Spielverlauf erschien mir das aber immer weniger wie ein Angebot und mehr wie eine Pflicht. Wenn ich nicht alle Haupt-Checkpoints eingenommen habe, war der Boss meistens deutlich im Moralvorteil. Aber auch wenn mir zu viele der kleinen Flaggen fehlten, machten sich die paar Punkte mehr an Moral für den Feind für meinen Geschmack zu stark bemerkbar. Übrigens, ihr spielt in der Story sowieso sehr oft mit KI-Begleitern und könnt noch einen zweiten für gewisse Items an Checkpoints beschwören. Es gibt auch Online-Koop und Invasion, mein Test bezieht sich aber auf die Singleplayer-Erfahrung. Und ist nun also die Moral des Bosses höher, schickt er die Computermitstreiter sehr schnell auf die Bretter und auch ich war dann meist mit ein oder zwei Schlägen tot. Die stark designten Bosse mit mehreren Phasen und vielen Moves am Ende einer Karte sind eh oft schon deutlich schwieriger als alles zuvor. Da es mir wenig Spaß macht, das Paradentiming zu lernen, während der Feind mich one-hittet, sportete ich dann stumpf rückwärts über die Karte an den meisten Feinden vorbei und suchte nach weiteren Flaggen, denn eine Schnellreisefunktion innerhalb einer Karte habe ich nicht entdeckt. Damit komme ich zu meinem Fazit. Nioh habe ich kurz gespielt, da es mich nicht gepackt hat und so ging ich ohne große Erwartungen an Wolong heran. Abgesehen von Problemen bei der Performance und der Kamera hatten die Kämpfe einen schönen Flow und mir gefiel die Umsetzung des Paradesystems. Es macht einfach Spaß, irgendwann ganze Angriffsfolgen beiseite zu wischen und sich durch das Willenssystem so auch noch zu stärken. Auch das taktische Reduzieren der Willensleiste des Feindes ist ein schöner Kniff. Das Moralsystem bringt eigentlich eine schöne eigene Note, nur ist mir das als Ergänzung zu meinem Charakterlevel zu stark ausgeprägt. Zumal artet es durchaus in Grind aus, denn wenn ich für neue Nebenquests in bekannte Gebiete zurückkehre oder sogar wenn ich die Story-Kapitel für Abschlussbelohnungen nochmal spiele, werden alle Checkpoints und Abkürzungen zurückgesetzt und das mindert das schöne Gefühl, stärker in frühere Zonen zurückzukehren. Zum anderen ist Wolong einfach zu vollgestopft mit Mechaniken. Zum Beispiel habe ich noch gar nicht von den Gottbestien erzählt, die ihr bei gefüllter Spezialleiste beschwören könnt. Über die möchte ich gar nicht meckern, die können bei Bosskämpfen das Zünglein an der Waage sein. Ihr werdet wie in Nioh zugeworfen mit Loot, aber ich habe schon früh einen Speer gefunden, der nach ein paar Schmiede-Upgrades immer noch meine stärkste Hauptwaffe ist. Die ebenfalls noch nicht erwähnten Waffenspezialfähigkeiten habe ich nur vereinzelt bei den einzigartigen Moves legendärer Waffen benutzt, denn während der langen Animation seid ihr angreifbar und das passt nicht zum Paradefokus. Und das ist der Punkt, all die Mechaniken sorgen nicht nur für teils dreifach belegte Tasten, sondern manche Teile greifen nicht ineinander. Die KI-Gefährten werden zum Beispiel gerne Ziel der kritischen Attacken von Obermotzen, wodurch mir die Chance auf eine Parade flöten geht. An Fahnen, die den Todesort gefallener Spieler zeigen, kann ich einen Heiltrank für einen kurzen Moralboost opfern. Nette Idee, aber der Interaktionsknopf ist auch der, den ich zum Zaubern halten muss und dreimal dürft ihr raten, was mir da manchmal mitten im Kampf passiert ist. Mein großes Highlight in Wolong sind die spaßigen Bosskämpfe, zumal auch das Design von denen und anderen Dämonen stark ist. Dagegen gibt es bei den Umgebungen durchaus schöne Stellen, aber auch viele dröge, generische Ecken. Und so gut das Kampfsystem im Kern ist, der Weg durch diese Ecken zu den Highlights ist auch mir als Souls-like-Fan stellenweise zu mühsam. Meine persönliche Wertung für Wolong Fallen Dynasty lautet 7 von 10.
Mehr Infos zu Wolong Fallen Dynasty findet ihr auf gamersglobal.de. Die beste Qualität dieses Videos gibt es per Gamers Global Premium. Das bietet euch zudem exklusive Rubriken wie die Stunde der Kritiker. Danke fürs Zusehen.